Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch einen kurzen Blick auf die Schaltung vom siebten Tag werfen. Das ist im Grunde die gleiche Schaltung wie vom sechsten Tag. Die besteht wieder aus dem Mikrocontroller, den Widerständen, den Kondensatoren, diesem Piezo-Summer und der Drahtschlaufe sowie dem heißen Draht, den man entlangfahren soll, und diesem Zieldraht hier hinten. Der einzige Unterschied ist jetzt eben, dass einer dieser Widerstände sich geändert hat. Vorher waren das 47 Kiloohm, jetzt sind das 100 Kiloohm, und durch diese 100 Kiloohm ändert sich eben der Ton. Also wenn ich mit der Drahtschlaufe jetzt den heißen Draht berühre, dann gibt es einen etwas tieferen Ton. Und wenn ich diesen Zieldraht berühre, dann gibt es einen nochmal tieferen Ton. Und eigentlich möchte ich jetzt nichts anderes machen, als wieder die Periodendauer und die Frequenz von diesen Tönen bestimmen mit dem Oszilloskop. Dafür ist hier wieder dieser Tastkopf angeschlossen und die Masse. Und die gehen über ein langes Kabel eben hier über dieses USB-Oszilloskop in meinen Rechner rein. Und das schauen wir uns jetzt an. Also ich mache mal das Kamerafensterchen hier ein bisschen kleiner. Und die Messung läuft hier schon und ich erzeuge mal diesen Ton und halte auch mal das Bild wieder an, so dass ich den Ton auch wieder wegnehmen kann. Und dann sieht man, dass ein Kästchen hier entsprechend der Einstellung immer noch 3 Millisekunden sind, und bis sich dieses rechteckförmige Signal jetzt wiederholt, also das, was der Mikrocontroller weiterhin macht, ist einen Eingang einzuschalten und auszuschalten. Die Spannung ist jetzt ein bisschen kleiner geworden als vorher. Jetzt verändert die sich eben zwischen 0 Volt und knapp 3,5 Volt, 3,5 Volt. Und bis sich dieses Signal eben wiederholt, sind 3 Millisekunden, drei solche Kästchen um. Jetzt kann man rechnen, Periodendauer 3 Millisekunden, 1 durch 3 Millisekunden macht 333 Hertz. Und das ist auch die Frequenz, die hier unten rauskommt, die hier gemessen wird von dem Oszilloskop. Und dann lasse ich die Messung mal noch mal laufen und messe mal den anderen Ton, den Ton an dem Zieldraht, und stoppe auch da das Bild. Und dann sieht man, das klingt noch tiefer, das hat jetzt eben eine noch größere Periodendauer, eine dementsprechend noch kleinere Frequenz, und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, ja ungefähr 4,5 Kästchen, bis sich dieses Signal wiederholt. Vier Kästchen wären eben entsprechend genau 4 Millisekunden, und das sind mehr als 5 Millisekunden. Irgendwo liegt das jetzt dazwischen. Wenn man von 4 Millisekunden die Frequenz ausrechnet, das kriegt man noch ganz gut im Kopf hin, wären das 250 Hertz. Wenn das Signal sich hinten wiederholen würde bei 5 Millisekunden, wären das 200 Hertz. Also irgendwo so dazwischen muss jetzt die gemessene Frequenz liegen, und das sieht man hier unten auch ganz gut. Die liegt halt bei 220 Hertz oder 219,4 Hertz. Und ja, so kann man eben durch Änderung von einem solchen Widerstand in der Beschaltung von diesem Mikrocontroller hier die Töne ändern, die Tonhöhen, indem eben die Periodendauer von diesen Rechtecksignalen verändert wird, die man hier super cool mit diesem Oszilloskop messen kann.